Ja, damit heiße ich dich recht herzlich willkommen oder euch, glaube ich auch immer, zum 12. Teil der Steampunk-Anlagen-Videoserie im Aufbau mit dem Aquapainter aka Uli. Heute mal wieder, eigentlich wie fast immer, ein relativ kurzes Video, was ich im Grunde wieder mehr als, na ich sag mal, als Update verstehen lassen möchte. Es sind ja keine Anleitungsvideos, ich bringe ja bloß die aktuellen Veränderungen, die auf der Anlage hier passieren. Diese Bilder übrigens, die wir gerade haben hier, die stammen noch aus dem letzten Video. Die habe ich im Grunde genommen nur kurz eingepflegt, um zu demonstrieren, wo es weitergeht. Und zwar an dem Kringel da hinten. Den sehen wir jetzt hier so ein bisschen verschräg von unten. Das macht sich gerade ein bisschen blöd von der Perspektive. Hier ist praktisch der Abzweig, den wir letztes Mal gebaut haben. Da oben in der Mitte wäre dann die Weiche. Wir sind ja rechts im Weichenantrieb, nämlich hier genau dieses Teilchen. Das ist übrigens auch aus dem letzten Video noch ein kleiner Ausschnitt, wo ich das Gleis verlegt habe. Und nachdem das ganze Video fertig war, habe ich festgestellt, übrigens der Übergang hier oben ist sehr, sehr smart. Also der geht wirklich gut. Und dass das Gleis ein bisschen, naja, ich sag mal, geschwebt hat. Und wenn ich es angeklebt hätte, dann wäre es so gewesen, dass, ja, so wie ein kleiner Buckel da oben gewesen wäre. Deswegen habe ich da noch eine Lage Kork untergebracht, um das Ganze ein bisschen zu entschärfen. Dann sollte es jetzt an dem Stück weitergehen, was ich kurz vorher drin hatte, wo wir die den Gleisbogen unten, also im unterirdischen Bereich haben. Da habe ich jetzt hier das entsprechende Holz. Ich nehme übrigens immer die ganz billigen Baumarktlatten mittlerweile jetzt hier. Die sind, glaube ich, so 5 cm breit oder sowas. Völlig ausreichend, tierisch stabil. Man sieht es ja jetzt hier. Da hinten ist das Gleis, das hängt so ein bisschen lieblos runter. Und aber manchmal geht es nicht anders, man muss ja doch darstellen für sich selber, wie das da verlaufen soll, weil ich habe es ja schon am Anfang mal erwähnt, ich habe keinen Gleisplan gemacht. Ich baue wirklich die Anlage, ich habe natürlich die Ideen im Kopf, das ist klar, ich habe jetzt nicht hier komplett Idiotenkram, entschuldige den Ausdruck, aber ist halt so, sondern ich baue das so, wie es gerade reinkommt. Hier, haben wir das, hier sieht man das Gleis ganz schön vorne, das ist mit zwei solchen Leisten abgefangen worden. Dann kam da so ein Dreieck rein. Und hier kommen wir jetzt mal schon wieder zu dem, ich habe es immer als Schrankwendel bezeichnet. Ich glaube, das war eins der ersten Videos mit, wo ich das Ding gebaut habe. Oder eben zurechtgebaut habe für den Schrank hier. Hier ist der Übergang übrigens durch den Schrank durch in das Schrankfach rein. Ich blende hier natürlich immer ganz gekonnt die beiden Fächer oben drüber und unten drunter aus. Die sind ein bisschen müllig. Ja, nicht übertrieben müllig, aber es könnte etwas besser aussehen. Und da liegt halt immer ein bisschen Kram mit rum. Und zwar geht es auch jetzt hier um diesen Abschnitt da oben, wo das Gleis praktisch reinkommt. Jetzt mache ich mal nochmal einen Schwenk zur Anlage, zu meiner Chaosplatte hier, was da nicht alles rumliegt, aber das ist beim Basteln nun mal so. Ich kann ja immer das Rollo zumachen, wenn ich fertig bin. Das, was wir eingangs gesehen hatten, was da so hochging. Wer es weiß, im allerersten Video in der Folge 1, da habe ich das auch schon mal gezeigt, dass das praktisch mit einem elektrischen Rollo versehen worden ist. Jetzt hier, das heißt, wenn ich Feierabend mache, lasse ich halt das Rollo runter, egal was dahinter rumliegt. Und ja, jetzt hier der Schwenk wieder rein in den Schrank. Und hier sehen wir jetzt auch schon, da komme ich nachher noch näher drauf, dass natürlich die Wendelabstände hier zwischen den Muttern, das ist alles viel zu groß. Da würde niemals ein Zug hochkommen, ist völlig klar. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Hier haben wir jetzt nochmal eine Totale über die Anlage. Das wurde mal gefragt, ob ich das mal machen könnte. Und hier sehen wir es auch ganz gut. Hier auf der rechten Seite sehen wir so die Hälfte der Strecke, dann der Schrank da links, wo der Wendel drin ist, der Gleiswendel. Und hier kommen wir jetzt zu dem Teil, zu dem Übergang vom Schrankdurchbruch in diesen Gleiswendel rein. Also hier muss wirklich viel passieren. Was ich jetzt hier nicht mehr machen werde, Entschuldigung, ist den Wendel mit Kork ausstatten. Es ist im Schrank drin, die Gleise werden punktuell verklebt, also die werden jetzt nicht komplett, also die kriegen so pro Kreis vielleicht 8 Kleckse Sekundenkleber drauf, dass das fest ist, aber ich werde es nicht komplett
total verkleben, dass das eben das gar nicht mehr beweglich ist. Ja, dieser kleine Keil, der kommt oben ran, der wird praktisch an die Latte, an die Leiste da oben mit rangeklebt und der Wendel wird dann plan rangeschoben. Hier sehen wir übrigens die Waggons mal als Beispiel drin, was das für ein Riesenabstand eigentlich ist. Also hier kommt tatsächlich, so wie ich das jetzt hier gleich hochheben werde, der zweite Bereich, der kommt da so nach oben hoch. Also das würde der Zug niemals schaffen. Also wenn dann vielleicht eine Lokerleine, aber das würde ja nichts bringen. Deswegen habe ich das, muss man so demonstrieren, wie das praktisch ist. Ja, wie gesagt, das ist heute ein kleines Update. Nur mal wieder mal den Stand der Anlage zu bringen. Hier sehen wir nochmal die Teststrecke unten drin, wo auch die Steuerpulte später alle hinkommen sollen. Wie gesagt, in den ersten Videos habe ich das damals schon erklärt, aber ich zeige es nochmal ganz gerne jetzt hier, wie das ganze Chaos da unten ist, klar. Hier sehen wir jetzt, da ist das schon dran. Der Gleiswendel wurde rangeschoben und entsprechend wird es dann in der nächsten Woche wahrscheinlich weitergehen. Und das wäre es erstmal für heute. Das war so ein 6-Minuten-Ding jetzt hier. Aber wie gesagt, ich danke auf jeden Fall, wenn du reingeschaut hast. Dann sage ich, mach schön gut, bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt arbeitstechnisch ein bisschen Stress gehabt, deswegen ist auch wieder mal eine Woche mehr vergangen. Aber es geht ja Schritt für Schritt hier weiter. Und ich gehe auch noch auf viele, viele andere Sachen beim nächsten Mal mit ein. Aber bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Mach schön gut, dein Aquapainter aka Uli. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.